Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 11 Updates, 11 neuen Mods und 2 neuen Karten. Zudem ist heute auch das DLC Pumps and Hoses erschienen. Ich bin immer noch dabei zu versuchen, dies zu verstehen, dies zusammenzustellen, so dass wir eventuell darüber einen Stream machen können und oder eben vielleicht sogar einfach wieder ein Video darüber zu machen. Ziemlich komplex, ziemlich kompliziert, man muss vieles beachten. Auch verschiedene Mods, die damit in Konflikt treten, zum Beispiel anscheinend auch Mais Plus. Deswegen dauert es noch ein bisschen, bis ich soweit bin, damit ich das Ganze komplett verstehe und hoffe, dass wir das dann in einem Livestream eingehend und tiefgehend miteinander besprechen und anschauen können. Wir bleiben jedoch hier jetzt bei den Mods von heute. Und zwar starten wir mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update gerade für das Mais Plus, kommt von der Alien Paul und Modellleicher. Downloadgröße 204,94 MB in der Version von 1.0.2.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Hotfix, BGA und Production Storage Issues. Das nächste Update kommt für die Karte Alex Pro Deal Center Farm. Diese kommt von Black Sheep Modding. Downloadgröße 199,78 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, und der ist ziemlich lang, Korrekturen, Korrektur des Straßenverkehrs und in der IV, Korrektur der geparkten Autos, Korrektur der Leistung im Bereich Restaurant und Händler, Korrektur der Kollisionen der Tür und des Geschäftes R. Moro, Behebung des Fehlers von Steinen im Spiel, Korrektur aller Farmlands, Teilung des Farmlands Feld 46 und 47, Korrektur von Feldnivellierung, Korrektur von schwebenden Warnhinweisen, Kollisionen des Hangars der Kuhfarm behoben, Korrektur von Kollisionen der Kühe beim Verlassen des Stalls, Korrektur der Positionierung von Objekten im Reiterhof, Korrektur der Öffnungsrichtung der Türen im Gebäude des Reiterhofs, Korrektur des visuellen Effekts von Wasser in Teichen, Korrektur des Wirkungsbereiches des Lichtträgers im Schuppen des Bauernhofs, Korrektur der Position von Bäumen, die nicht gefällt werden können, Korrektur der Barrieren am Feldeingang, verschiedene kleine Fehler wurden behoben. Dabei wurde ergänzt, Brot in der Bäckerei hinzugefügt, Verkaufsstelle für Holzspäne hinzugefügt, hinzufügen einer Verkaufsstelle für Ballen, Stroh und Heu im Reitzentrum, hinzufügen einer Schafweide auf Feld 2, eine Kuhweide wurde hinzugefügt, Feld 34, hinzufügen von erntereifen Feldfrüchten im Feld 4, 5 und 6, hinzufügen einer Option zum Abbauen von Weidezäunen, hinzufügen eines Schneidewerksanhängers zu den Materialien zu Beginn des Spiels, Alex Waschplatz wurde hinzugefügt, hinzufügen eines Schlafpunkts auf der zweiten Farm und im Reitzentrum und auf jeden Fall bei so vielen Änderungen, die strukturell Einfluss haben, ist hier ein neuer Spielstand erforderlich. Die zweite Karte, die ein Update bekommt, ist die Kuhfarm, kommt von ABT Frankie, Downloadgröße 142,29 MB in der Version von 1.0.0.3 und ist für PC und Mac, PS5, Xbox und Xbox S. Der Changelog sagt, fester Ballenverkaufspunkt, PS4 hinzugefügt, wobei die hier nicht als kompatible Konsole aufgezählt wird. Aktualisiere den Verkaufspunkt für Wolle, viele andere und danach erfordert keine neue Speicherung, also kein neuer Spielstand ist hier erforderlich. Der Lizardbagger 320 von North Modding Company kriegt das nächste Update, Downloadgröße 17,46 MB in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Unterstützung von Verbindungsschläuche hinzugefügt, Clipping-Aufkleber am Schnellwechsler behoben, behoben, dass der Heck-Hydraulikzylinder am Schnellwechsler nicht funktioniert, behoben, dass sich die Feder im Schnellwechsler nicht ausdehnt, behoben, dass der Daumen im Multiplayer nicht richtig funktioniert, kleine Öffnung im Baggerinnerraum behoben, Loch im Eimer auf der Rückseite behoben, Gelenketyp geändert, Eimerpreis geändert. Auch von North Modding Company kommt das nächste Update und zwar für das Gerstadt Pack, Downloadgröße 14,18 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, neue Anbaugeräte für Lizard 320 Bagger, Kombiklaue, Fock, Nivellierballen,
Kabeleimer, Sortiereimer, Aufreißer, geänderte Preise, Beschreibung aktualisiert, Loch im Gerstadtluger für vorhandene Anbauteile entfernt. Damit kommen wir zu der New Holland Serie L oder TL von Savvy Modding AM Modding, Downloadgröße 36,82 MB in der Version von 1.3.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Version mit Zweiradantrieb hinzugefügt. Wir kommen zum MAN TGX 26640 HKL von Farmer 22, Downloadgröße 19,1 MB in der Version jetzt von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, spiegelnde Korrektur, leichte Konfiguration, Anhängerkupplung konfigurierbar, niedrige Anhängerkupplung und Fahrgast. Also hier wird wahrscheinlich das Kubota DLC benötigt. Weiter geht es mit dem Lizard PN20-1 von Pushcup, Downloadgröße 4,2 MB in der Version jetzt von 1.1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Räder gewechselt, Farbpalette wurde geändert. Das nächste Update bekommt die Production Revamp von Braven, Downloadgröße 0,4 MB, jetzt in der Version von 1.3.0.2 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Object Fill Level mit einem Objekt gefixt, optimierte Verteilungsberechnung, Bugs mit der neuen Produktionsmodi behoben. Das nächste Update kommt für das Kuhfarm-Pack von Camilos 0397, Downloadgröße 34,41 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Hier finde ich leider keinen Changelog, kommt aber als Update daher. Daher gehen wir gleich weiter mit dem nächsten richtigen Update. Und zwar kommt dieses für die Karte Iowa Plains View, kommt von Cellobuki, Downloadgröße 320,87 MB in der Version von 1.0.0.3 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Konsolenveröffentlichung. Und damit kommen wir zu den neuen Mods. Und zwar fangen wir an mit der ersten neuen Karte, die heißt Green River 22, kommt von Bart NLD Community, Downloadgröße 142,73 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt, Willkommen bei der Green River 22. Aufgrund des Erfolges der Green River Map im Landwirtschaftssimulator 19, danke an euch alle, entschied sich Bart dafür, die Karte für den LS22 zu veröffentlichen. Auf der Green River Farm kannst du entscheiden, was du tun möchtest. Es gibt hier mehr als 160 Hektar an Feldern mit Feldmissionen. Du kannst dich um die Tiere und die Landwirtschaft kümmern oder du gehst in die Wälder und schlägst dein Holz. Es liegt an dir. Also, wenn wir die Karte als neue Farmer betreten, kommen wir hier raus, das ist also unser Farmhaus, hier können wir unseren Schlaftrigger, wir haben hier einen Grillplatz und wir haben hier unsere Garderobe. Also wir wechseln hier die Klamotten, Open Air. Alles klar, das ist also unser Farmhaus, hier gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Wir gehen mal hier rüber, das ist ein Teil unseres Hofes, also hier haben wir eine Schüttguthalle mit zwei Abteilungen. Dann haben wir hier zweimal einen Dreibuchtschuppen, also das sind diese hier, die sind leer. Des Weiteren haben wir neben dem, dass es ein paar dekorative Objekte gibt, natürlich hier noch weiter einen Dreierschuppen. Des Weiteren haben wir hier drüben einen Kuhstall mit Roboter, das ist dieser hier. Hier sind Standardgebäude verbaut, das heißt, dieser hat 80 Kühe, die Kapazität für 80 Kühe. Hier haben wir eine Schafweide, einen Schafstall und die bietet Platz für die standardmäßigen 65 Schafe. Das sind diese hier, genau. Des Weiteren haben wir hier zwei größere oder ja, ziemlich große Keilsilos, das sind diese hier. Wir haben hier einen Wassertank. Wir haben hier weiter drüben die Waschbucht. Also hier könnt ihr eure Fahrzeuge sauber machen, Ölwechsel vollziehen und so weiter. Dann haben wir hier neben dieser Halle haben wir den Misthaufen. Das ist auf der anderen Seite der einen Halle, die wir gesehen haben. Das ist die große, also die Halle, die Schüttguthalle, ja.
Das ist also das, was zum ersten Teil des Hofes gehört. Wir schauen uns kurz mal die PDA an. Also das ist die Karte hier. Das sind die Felder, die sie angesprochen worden sind. Wenn wir als neuer Farmer starten, haben wir Feld 27. Das ist dieses hier, hat eine Größe von ca. 8 Hektar. Dann haben wir hier ein kleines Wäldchen. Wir haben diesen Teil des Hofes und wir haben einen zweiten Teil des Hofes, den wir uns dann gleich auch noch ansehen werden. Der Aussaatkalender ist der Standardkalender und hat keine Zusatzfrüchte. Verkaufspunkte gibt es für alle Produkte, die verkauft werden sollen. Also es ist klar, Streusalz und so weiter sollte nicht verkauft werden, kann aber angekauft werden. Aufträge sind ebenfalls vorhanden. Wir können es hier sehen, wir können hier sogar noch mehr bekommen. Das ist auf jeden Fall mal das, was Fakt ist hier auf der Karte. Wir schauen uns an, welche Produktionsstätte verbaut sind. Wir haben zum einen die Biogasanlage, dann haben wir die Traubenverarbeitung. Wir haben eine Schreinerei, dann haben wir hier die Käserei, die Bäckerei. Das ist das, was hier oben verbaut ist. Hier unten haben wir das Sägewerk, den Fahrzeughändler. Das ist natürlich kein in dem Sinne Produktionspunkt. Wir haben hier die Spinnerei, wir haben hier drüben die Getreidemühle. Und hier haben wir noch den Viehhändler. Das ist also, was an Produktionen verbaut worden sind. Des Weiteren schauen wir kurz mal, was hier noch verbaut worden ist. An Ladestationen oder Abholstellen. Das ist also hier zum Beispiel an der BGA die Elektro-Tankstelle, die Biomethan-Tankstelle und dann natürlich hier unten noch eine Kalkkaufstation. Des Weiteren haben wir als Kaufstellen eingebaut hier eine Kalkstation, das ist nochmal klar, hier ist nochmal eine Tankstelle. Dann haben wir den Wassertank, der bei uns auf dem Hof steht, einen Treibstofftank, einen Misthaufen, das Farmhaus haben wir ja schon gesehen. Und hier unten ist auch nochmal eine Kalkstation. Dann haben wir Verkaufspunkte oder Abladestationen, haben wir zum Beispiel hier das Biomasseheizkraftwerk. Wir haben ein Heulager bei uns auf dem einen Hof, den wir uns noch angucken werden. Und dann haben wir noch das Pharma 500 mit dem Obi 1000 verbunden. Hier haben wir Shop des Jardins de Fermier, das heißt also der Bauernshop. Und das ist im Prinzip eigentlich fast alles. Hier haben wir noch den Gesteinbrecher, wie gesagt den Viehmarkt und den Getreidespeicher. Das ist das, was verbaut ist. Tiere haben wir Folgendes verbaut. Wir haben bei uns auf dem Hof zum einen den Schafstall, dann haben wir den Kuhstall, den haben wir schon gesehen. Dann hier weiter oben ist noch ein Schweinestall und auf unserem zweiten Hofteil ist noch der Hühnerstall verbaut. Ich würde mal sagen, wir gehen gleich mal zum Farmhaus 2, also des zweiten Hofes. Das ist also ein anderes Stil, das ist dieses hier. Hier haben wir unseren Pickup, dann haben wir hier die Hofausfahrt, hier drüben haben wir das Silo. Das ist separat abgetrennt. Hier hat man nochmal den Trigger für die Klamotten. Also da können wir hier unsere Kleidung ändern. Hier haben wir eine große Halle mit einer Werkstatt eingebaut. Des Weiteren haben wir, das sieht so aus, als wäre es fast lohnunternehmensmäßig. Haben wir hier eine große Halle, die ist leer. Das ist diese hier. Des Weiteren haben wir hier eben das Gebäude der Lohnunternehmer. Da ist, glaube ich, sind Solarzellen drauf. Hier haben wir unser Startequipment, was zur Verfügung steht. Das schauen wir uns natürlich auch gleich im Detail noch an. Hier dahinter haben wir, wie gesagt, einen Treibstofftank. Wir haben hier das Heulager und wir haben hier den großen Hühnerstall mit standardmäßigen 360 Hühnern. Das ist zumindest mal das, was an Infrastruktur dasteht auf dem Hof. Des Weiteren schauen wir uns an, welches Equipment wir haben beim Start als neuer Farmer. Wir haben einen Steyr 8150, wir haben einen Valtra 8750 und den 3670er Messi als Traktoren. Also wir haben drei Traktoren. Wir haben den Topliner 4090 von Deutz Fahr, wir haben unseren Pickup, wir haben einen Anhänger, Schneidewerk, Schneidewerkswagen natürlich, dann haben wir einen Gruber von Rabe, dann haben wir die Seetechnik und wir haben
zwei Gewichte. Das ist das, was an Maschinen zum Hof gehört. Da gibt es noch ein paar Deko-Objekte. Wir machen uns mal kurz auf den Rundflug, damit wir uns die Karte mal noch von oben angucken können. Also wie gesagt, haben wir hier drüben einen ersten Teil unserer Farm. Das ist also Teil 1, den wir uns angeguckt haben. Und wir haben jetzt hier drüben Teil 2. Die ganze Karte ist zweigeteilt und ist verbunden mit ein paar Brücken, also drei Brücken, wenn ich das korrekt sehe, also zwei größere Brücken und eine kleinere Brücke. Das ist also diese Zweiteilung, die der Kanal hier, der Geschichte hier, der Karte hier gibt. Es sind vier Brücken, also zwei kleine und zwei größere normale Brücken. Die Felder sind alle im Prinzip quadratisch praktisch gut. Es hat ein paar andere Formen noch dabei. Die Karte ist komplett flach. Also es gibt keine Erhebung, die ist komplett flach. Es gibt Traffic, den können wir hier sehen. Und ja, das ist diese Karte hier. Es ist eine ganz normale Standardkarte von der Größe her. Gibt es nicht weiter zu sagen. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, wünsche ich euch viel Spaß damit. Und das Wichtigste haben wir jetzt schon gesehen. Hier hinten haben wir noch die BGA, die hier noch verbaut ist, die man natürlich dann auch käuflich erwerben kann. Das ist so viel zu der ersten neuen Karte. Ich würde sagen, wir gehen gleich weiter zu der zweiten neuen Karte und ja, bis gleich. Die zweite neue Karte heißt Hagenstedt und kommt von Vanquish 081, Downloadgröße 169,62 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt: Starten Sie Ihre Karriere und entdecken Sie die vielfältigen Tätigkeitsfelder eines modernen Landwirts. In diesem Spielmodus ist es komplett Ihnen überlassen, welche Arbeit Sie nachgehen wollen. Wollen Sie neue Felder erwerben, um Ihren Hof zu erweitern? Wollen Sie Ihren Viehbestand aufstocken oder wollen Sie Ihr hart verdientes Geld in neue Landmaschinen und Geräte investieren? Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Mit viel Fleiß und Kompetenz können Sie schon bald zu den erfolgreichsten Bauern des Landes gehören. Tauchen Sie ein in die facettenreiche Welt der Landwirtschaft. Sehr schöner Text. 43 Felder, eine BGA, Platz für platzierbare Gebäude, enthält nur neue platzierbare Objekte. Also was mir auffällt als erstes ist, wie schön hier dieser Anblick ist. Also das Haus finde ich schon mal sehr schön, weil es einfach nicht das ist, was man immer sieht. Auch rechts das andere Gebäude ist extrem schön, finde ich. Sehr, sehr schön gemacht. Wir schauen uns aber jetzt dieses im Detail an. Das ist unser Farmhaus. Hier können wir schlafen, wenn wir möchten. Dann hinten runter, dann hinten rum, dann haben wir hier den Schlaftrigger. Wir haben hier einen kleinen Shed unter Stand. Das Gebäude, was hier so schön ist, ist leider ohne Funktion, aber es ist definitiv ein wunderschönes Gebäude. Mir gefällt die super schön, super gut, schön gemacht. Schade, kann das nicht genutzt werden, aber ja, es ist ein schönes Gebäude. So, wenn wir auf der anderen Seite rausgehen, sehen wir hier unten, dass da unser Hof zu Hause ist. Also hier ist unser Hof. Wir können mal da rüber gehen. Und schauen uns gleich mal den Hof an. Hier haben wir auf jeden Fall die Werkstatt. Kann man auch nicht betreten hier. Dann haben wir hier den Hohlpunkt für entweder Saatgut oder Mineraldünger. Hier haben wir einen Wassertank. Hier haben wir das Equipment. Das schauen wir uns danach an. Des Weiteren haben wir hier einen weiteren Tank. Ich glaube, das könnte auch nochmal ein Wassertank sein. Genau. Hier haben wir einen Kaufpunkt nochmal, also das ist alles, was hier dazu gehört. Hier haben wir eine Zuckerrübenlagerhalle und hier haben wir die Kartoffellagerhalle. Hier haben wir unser Hofsilo, ein Multifrucht, sehr groß ist es. Würde mal sagen, hat eine 1 Million Liter Kapazität. Des Weiteren, wenn wir hier weiter rüber gehen, können wir sehen, dass wir hier Hühner haben, ein Gehege für Hühner. Das sind 80 Stück. Und ja, da haben wir hier noch eine Unterstellhalle im größeren Stile, auch hier. Eine sehr, sehr große Halle. Dann haben wir hier noch weitere Unterstände in verschiedenen Stilen. Des Weiteren haben wir hier
ein Verkaufspunkt. Und zwar ist das, glaube ich, ein Alles-Verkaufspunkt direkt am Hof. Das ist doch nicht so unpraktisch, ne? Wir schauen uns mal die PDA an. Das ist die Karte hier. Das sind die Felder, die verbaut worden sind. Also man kann sehen, es ist nicht alles ausgenutzt. Es sind hier sehr viele Steilhänge und so weiter. Das sehen wir uns gleich an. Der Aussaatkalender ist wie in der vorderen Karte ebenfalls Standard. Und auch hier können alle Produkte, die verkauft werden sollen, also können und sollen, können hier verkauft werden. Des Weiteren haben wir ebenfalls hier haben wir Aufträge. Wir haben Aufträge. Wir haben natürlich die Hühnerweide erstmal, die zu uns gehört. Das ist standardmäßig dabei. Wir schauen uns auch hier an, welche Produktionen verbaut sind. Also wir haben hier vorne das Sägewerk, das ist hier oben. Dann haben wir hier die Molkerei. Und hier unten die Spinnerei. Das ist das, was verbaut ist. Also es ist nicht alles verbaut. Also es gibt hier angeblich auch noch Stellplätze für Produktionsstellen. Das heißt, hier kann man selber kreativ und tätig werden. Ladestationen, Kaufstationen gibt es verschiedenste. Wir haben hier das Sägewerk. Wir haben hier einen Saatgutaufladepunkt, ein kleiner Treibstofftank, ein Düngeraufladepunkt, Herbizidaufladepunkt und von denen gibt es verschiedene. Also hier gibt es auch noch Treibstofftank, das gibt es hier auch, Herbizidaufladepunkt, das heißt, man kann es direkt von da kaufen. Das ist auch hier so, das ist das, was wir auf dem Hof stehen sehen haben und haben auch noch eben den Saatgutaufladepunkt. Des Weiteren haben wir hier immer noch wieder Treibstofftanks und wir haben einen Misthaufenaufbau, was dazu schließen lässt, dass hier ein Kuhstall in der Nähe ist. Ab Ladestationen, Verkaufspunkte haben wir einmal hier oben der Hafen, dann haben wir den Landhandel, wir haben die Gaststätte, dann haben wir hier unser Multifruchtsilo, das ist klar, unsere Lagerpunkte und eben den Bauernmarkt, wo wir Sachen verkaufen können. Das Gartencenter ist hier drüben zweimal, wahrscheinlich einer verballen und einer nicht. Den Bindfaden Großhändler, dann haben wir hier die Mühle und hier haben wir noch den Güterbahnhof. Das sind die Elemente, die hier verbaut worden sind. Das Startequipment, wenn wir starten, also neuer Farmer, haben wir auch hier den 8150 Steyr. Dann haben wir hier den M8 Kubota, dann haben wir den 8750 Valtra und den Massey Ferguson 3670er Traktor. Also sehr ähnlich wie bei der ersten Karte, aber natürlich zusätzlich haben wir den Kubota. Mähdrescher haben wir den hier, den Anhänger, Schneidewerk, Gruber, Sägemaschine. Ein Schneidewerksanhänger ist sehr, sehr ähnlich wie das, was wir in der ersten Karte gesehen haben, aber sind verschiedene Modder, daher gibt es hier wahrscheinlich oder kaum Absprachen. Das ist das, was hierzu gehört. Wir gehen wieder in den Flugmodus. Hier gibt es nur einen Teil des Hofes und auf den ersten Blick muss ich ehrlich sagen, die Karte gefällt mir sehr, sehr gut. Sie ist zwar nicht unbedingt super mein Stil, aber auch hier sehr schön gemacht, die ganze Erhebungen, also die Karte hier ist wie im Gegensatz zu der ersten Karte überhaupt nicht flach. Also hier ist im Prinzip das größte flache Feld hier und dann geht es in die Berge rein und da ist es zwar jetzt eine Hochebene, aber es hat immer wieder natürlich Erhebungen und Senkungen drin, also es ist hier sehr bewegt. Traffic gibt es hier auch. Haben wir schon gesehen. Und ja, das sind die Sachen, die hier verbaut worden sind. Wir haben hier verschiedene Elemente, die wir nicht sehen, wenn wir als neue Farmer starten. Wenn wir jetzt uns mal alles kaufen, was auf der Karte ist, können wir hier unten sehen, dass wir eben den Kuhstall haben. Das ist dieser hier. Ein offener Stall. 200 Kühe passen hier rein. Dann haben wir hier drüben eine Schafweide. Der Kauftrigger ist ganz auf der anderen Seite hier drüben. 100 Schafe passen hier rein. Auf jeden Fall hier eine sehr schöne Karte. Auch hier gibt es einen Fluss, die quer durchgeht. Aber hier gibt es verschiedene kleine Brücken, die darüber führen. Ja, hier gibt es mehr als nur vier Brücken. Das ist auf jeden Fall hier unser Golfplatz. Sieht so aus, als wäre das hier ein Golfplatz.
Auf jeden Fall richtig schön gemacht, finde ich. Es ist vielleicht ein bisschen klein für meinen Geschmack, aber auf jeden Fall, ja, eine Karte, die Herausforderungen bringt, nicht so einfach ist wie vielleicht die andere, weil hier tatsächlich vieles an Erhebungen drin sind. Und diese zu überwinden, braucht man schon einige PS mehr als auf einer flachen Karte, weil hier geht es schon ziemlich steil hoch. Also ihr könnt es selbst sehen. Also hier kommt man mit einem mittelgroßen Traktor, je nachdem was angeschlossen ist, schon ziemlich ins Pusten. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir diese Karte auch gesehen und nun geht es weiter mit den weiteren neuen Mods von heute. Die nächste neue Mod heißt Pallet and Bale Fork Pack, kommt von Hydraulic, Downloadgröße 2,76 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack hier mit den zwei 3-Punkt-Anhänge und der Anbaugeräte für den 3-Punkt. Einmal die Palettgabel, das ist diese hier, Palettengabel mit einem Gewicht von 250 Kilo, kostet 1050 Euro und kann die Farbpalette angewendet werden, welche Standard ist. Dasselbe gilt für den Ballenspieß, das ist dieser hier, wiegt auch 250 Kilo und kostet auch 1050 Euro. Fahrgestellfarbe, hier Fahrgestell bedeutet den Rahmen und die Designfarbe ist natürlich der Spieß. Das ist das hier, was das hier darstellt, ist im Prinzip wirklich nur gedacht für den 3-Punkt, kann also nicht geändert werden für Frontlader oder und so weiter, sondern ist tatsächlich nur für den 3-Punkt gedacht. Die nächste neue Mod heißt Case 5100, kommt vom ARM-Team, Downloadgröße 4,77 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das hier eine Direktsaatmaschine mit dem Tankvolumen für Saatgut und Mineraldünger von 1660 Litern, wiegt 1,8 Tonnen, braucht 60 PS, hat eine Arbeitsbreite von 5,2 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h und kostet 6000 Euro. Die Reifenvarianten hier können geändert werden zwischen Standard und Duo-Rippe und zurück. Hier passt rein Saatgut und Mineraldünger, jeweils 830 Liter. Da gibt es nicht wirklich mehr viel zu sagen. Die gab es im 19er mit einer anderen Branding. Auf jeden Fall ist es hier 5,20 Meter Arbeitsbreite. Das heißt, die kann aber nicht verkleinert werden. Das heißt, damit muss auf die Straße gegangen werden. Also ein bisschen tricky, je nachdem wie eng das Ganze ist, ist diese wahrscheinlich nicht die gute, die korrekte Sämaschine. Aber sie ist da, schön. Damit kommen wir zum Ripper R5 von Pepe978, Downloadgröße 4,88 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Tiefenlockerer hier, wiegt 1,7 Tonnen, braucht 250 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,50 Meter und die Arbeitsgeschwindigkeit von 9 km/h. Der Preis 9.500 Euro. Wir kommen zum PP5000 Tiefenlockerer und Grober von LM Mod, Downloadgröße 6,39 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Kommt als Pack von zwei Elementen, zum einen natürlich den Tiefenlockerer und zum anderen den Grober. Sind alle beide dieselben Geräte, wiegen 944 Kilo, brauchen 100 PS, haben die Arbeitsbreite von 2 Metern und die Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h, kosten 19.500 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Weiter geht es mit dem Lizard 22 Ballenanhänger. Dieser kommt von John Deere 2450 und Magix, Downloadgröße 9,39 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Ballenladewagen hier, wiegt 2,6 Tonnen und kostet 4500 Euro. Hier gibt es die Version gebraucht, neu, dann modern. Und dann kundenspezifisch. Wir bleiben bei der kundenspezifischen, da gibt es mehr Einstellungsmöglichkeiten. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT und Trelleborg. Dann Design gibt es Lizard Alt, Lizard 9 neu, das ist das, was sich hier verändert zwischen den beiden. Also das ist alles, was sich hier verändert, sehe ich. Frontschutz gibt es ja oder Heckschutz, das ist dies hier. Rundumleuchten gibt es Rundumleuchte links. Rundumleuchte rechts oder unten angebracht, also entweder hier, hier oder unten. Hauptfarbe ist klar, betrifft den Body, kann gewählt werden aus der Standardpalette. Die Narben können gewählt werden aus der Standardpalette und betrifft natürlich die Narbe und die Felge. Das ist wohl klar, ist die Felge. Ja, das ist dieser kleine Anhänger hier.
Dieser Lizard Schneidewerkswagen ist die nächste neue Mod, kommt von Design Farming, Serial Modding 88 und Nikodu 55, Downloadgröße 3,7 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Schneidewerkswagen hier, wiegt 2,2 Tonnen und kostet 5.500 Euro. Dann bei Brett hier, das ist ein dekoratives Element, das ist das hier, entweder Convoi Agricole, Oversize Load oder Wide Load oder nichts. Fahrgestellfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette, der Aufbau natürlich ebenso und die Felgenfarbe natürlich auch. Das ist das, was hier dieser Schneidewerkswagen beinhaltet. Ist gedacht für Schneidwerke bis zu 10 Meter, also was größer ist, sollte hier nicht drauf transportiert werden. Die nächste neue Mod heißt Bison Gigant Z061. Dieser kommt von Deus Volt, Downloadgröße 36,22 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Drescher hier, kommt mit drei Elementen. Zum einen natürlich den Drescher, der hat eine standardmäßige Leistung von 220 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 300 Litern. 20 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, 5,1 Kubikmeter ist das Tankfüllvolumen für das Erntegut, 10,6 Tonnen wiegt dieser und kostet 44.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, BKT und Lizard oder Trelleborg. Dann gibt es hinten einen Strohhäcksler, der angebaut werden kann, ja oder nein, das ist dies hier oder nein. Dann beim Design 1 kann hier unten diese Abdeckung entfernt werden, ja oder nein. Beim Design 2 kann hier die Abdeckung entfernt oder hinzugebaut werden, das ist dies hier. Dann gibt es bei der Hauptfarbe die Möglichkeit von diesen, sagen wir mal, ein paar Rottöne, könnt ihr frei wählen. Designfarbe ebenso und betrifft hinten den Strohhäcksler. Und die Felgenfarbe ist klar, betrifft die Felge. Das ist dieser Drescher, mit dem man natürlich alle Früchte dreschen kann. Dann gibt es das 5 Meter Schneidewerk dazu, wiegt 1,2 Tonnen, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 8 km/h und kostet 8.000 Euro. Das Design 1, hier beim Design 1 kann auch hier diese Abdeckung entfernt werden. Beim Design 2 gibt es den Halbteiler rechts, links, beidseitig und dann gibt es noch einen Raps-Adapter. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der schon gesehenen Farbpalette. Dann haben wir noch den Schneidewerkswagen, das ist dieser hier, wiegt 2,4 Tonnen, kostet 1500 Euro und die Farbpalette haben wir ja schon gesehen, das ist hier in dem Falle dieselbe. Die nächste neue Mod heißt New Holland CX5.80, kommt von Michael, Downloadgröße 19,17 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich dieser New Holland Drescher hier, kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 258 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 670 Litern, 110 Litern DEF, 32 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, 8300 Liter ist das Korntankvolumen, wiegt 13,8 Tonnen und kostet 155.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mittas, BKT, Friedestein und Trelleborg. Rundumleuchten gibt es vorne. Also hier diese beiden und dann gibt es alle, da wird zusätzlich hier hinten auf dem Heck noch eine Rundumleuchte hinzugebaut. Dreieck heißt das Warndreieck hinten, dann das Lenkrad ist das Standardlenkrad zum einen verbaut, das ist dies hier und dann gibt es noch das GPS-Lenkrad, das hat aber keinen Einfluss. Dann haben wir schon alles gesehen, was zu diesem Drescher zu sagen ist. Die nächste neue Mod heißt Kleine Garage, kommt vom Pschimek 23433, Downloadgröße 14,29 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen, ist diese Halle hier. Kostenpunkt zum Platzieren 28.000 Euro, Unterhalt pro Tag 25 Euro. Hier gibt es die ganzen Tore, die man öffnen kann, ich öffne hier nur zwei davon. Das ist diese Garage hier, gibt es ein paar Licht oder ein paar Lampen drin. Das heißt, wir können das hier einschalten. Das ist dies hier. Hier gibt es noch ein seitliches Tor, kann natürlich auch geöffnet werden. Und hier an der Seite haben wir einen weiteren Trigger, einen Lichttrigger. Das ist dann für die Außenbeleuchtung. Die nächste neue Mod heißt Haus im Kolonialstil, kommt von Nymog Mod, Downloadgröße 3,13 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen.
Und das habe ich gesucht unter Farmhäuser, unter Hallen und so weiter. Nein, es ist unter Produktion und Generatoren zu finden, ist dieses Haus hier. Wird anscheinend vermietet und bringt 1800 Euro pro Monat. Kostenpunkt zum Platzieren 38.000 Euro, Unterhalt pro Tag 20 Euro. Und ja, das ist je nach Saison variabel, aber auf jeden Fall ist das diese Mod hier. Das Haus kann nicht betreten werden. Es ist also nicht als Farmhaus gedacht, sondern tatsächlich als Generator von Einkommen. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod und die schauen wir uns ein bisschen im Detail an. Diese heißt Multikultur Gewächshäuser Pack, kommt von GH66 Mods, Downloadgröße 11,31 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen, ist natürlich zu finden unter Produktion und Gewächshäuser. Und da gibt es jeweils eine große Richtung, also großes Gewächshaus. Das ist zum einen, da steht LS oder RS. RS heißt rechts rum und LS heißt dann eben gespiegelt. Also hier gibt es gespiegelte Versionen, das habe ich hier platziert. Also wir haben hier drüben den Trigger für oder den Punkt für die Paletten spawnen. Hier gibt es auf der anderen Seite, also man kann die gespiegelt hinstellen. Davon gibt es auch eine mittlere Größe und auch die kleine Größe, auch jeweils gespiegelt. Dann zusätzlich gibt es noch das Wein- und Olivenhain-Version und zwar auch jeweils mit der rechts- oder linksseitigen Platzierung. Der Kostenpunkt zum Platzieren liegt zwischen 2500 Euro und 10.000 Euro. Das ist also der Maximalpreis, 10.000 Euro. Zusätzlich gibt es noch unter Produktionen und Fabriken noch eine kleine Produktionshalle, die schauen wir uns gleich an. Hier kannst du weitere Sachen, die du benötigst, um die Mod zu betreiben, selber herstellen. Also, wir gehen mal in dieses Gewächshaus rein. Und sehen, dass hier Getreidekulturen hergestellt werden können. Also, was wird angenommen? Wasser, Saatgut, Kalk, Mist und Mineraldünger. Das ist das, was hingebracht werden muss. Es kann produziert werden, können verschiedene, also hier Getreidekulturen. Das heißt, mit einem der Rezepte können wir bei Getreidekulturen herstellen, Weizen, Hafer und Sorghumhirse. Dann bei Obst und Gemüse kommen alle drei raus, Tomaten, Salat und Erdbeeren. Dann gibt es die Karif-Kulturen, das ist also Mais, Sojabohnen und Baumwollen. Ölfrüchte gibt es, Sonnenblume und Raps. Wurzelkulturen gibt es, Kartoffeln und die Zuckerrüben. Das ist das, also im Prinzip die Ober- oder Oberprojekte, die man machen kann. Die Rezepturen sind überall dieselben. Entweder nur mit Wasser, da gibt es diese Menge hier. Wenn man dann Saatgut und Kalk plus Wasser und dann wahlweise Dünger oder, also Dünger, das heißt hier Mist oder Mineraldünger hinzugibt, verdoppelt sich die Geschwindigkeit. Also wenn wir nur Wasser nehmen, haben wir 12 mal Hafer. Wenn wir nehmen Wasser, Saatgut, Kalk und Mist, dann ist es 24 Einheiten und dasselbe ist beim Mineraldünger. Dasselbe gilt natürlich für alle anderen Kulturen auch. Wasser ist die einfache Version und dann die doppelte Version, wenn man sich den Aufwand macht, die ganzen Sachen herzufahren. Das gilt für alle Früchte hier. Das ist auf jeden Fall, was hier gebraucht wird und was hier auch produziert werden kann. Aufgepasst, es gibt 100.000 Liter pro Fruchtart, die gemacht werden können. Und ansonsten muss man dann die Paletten wegbringen. Das wird alles hier bei diesem Meridian Tank eingefüllt und um dies produzieren zu können oder zu haben, kann man hier in der Produktionshalle Folgendes herstellen. Also Mineraldünger kann hergestellt werden aus Mist und Gülle, aus Mist oder Gärreste, nur aus Gülle oder nur aus Gärresten. Daraus kann also Mineraldünger hergestellt werden. Saatgut wird hergestellt aus Gerste und Mist, Hafer und Mist, Sorghum und Mist oder aus Weizen und Mist. Also hier können alle vier verschiedenen Getreidesorten hingebracht werden, noch ein bisschen Mist hinzugebracht werden und dann bekommt man Saatgut. Weiter kann Kalk aus Steinen und Wasser hergestellt werden. Dann Dünger kann hergestellt werden aus Gülle oder Stroh und Gärreste. Und Pflanzenschutzmittel kann aus Wasser und
Streusalz hergestellt werden. Natürlich haben wir hier noch die Olivenplantage und wir schauen die uns natürlich auch an. Hier kann Trauben und Oliven hergestellt werden mit Rezepten zu bis zu 25 Einheiten pro Tag. Dann hier auch nur Wasser. Dann auch hier gibt es Saatgut, Kalk und Dünger. Also entweder Mist oder Mineraldünger, was zusätzlich noch hinzugegeben werden muss. Und dann hat man die doppelte Ausstoßproduktionsmenge. Ja, also wenn man nur ein bisschen was braucht vom einen oder dem anderen, zum Beispiel wenn man Mais Plus benutzt und vielleicht nur ein paar tausend Liter von Zuckerrübenschnitzel braucht, dann kann man über diese Produktionsart Zuckerrüben und Kartoffeln herstellen und nicht ein riesengroßes Feld zu bearbeiten und auch nicht die teure Maschinerie zu kaufen. Da kann man hier Zuckerrüben herstellen und natürlich dann entsprechend dann häckseln und somit kann dann im Prinzip die Rezepturen auch für das Mais Plus einfacher und vielleicht nicht so kostaufspielig produziert werden. Tja, das war es dann auch schon wieder von den Mods für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und dabei sein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Willst du keine weiteren Videos dieser Art verpassen, dann hol dir doch dein kostenfreies Abo ab. Möchtest du den Kanal irgendwie unterstützen, dann überlege dir entweder eine Spende zu machen, eine Donation oder aber Mitglied des Kanals zu werden, um die einzigartigen Vorteile zu genießen. Zusätzlich zu dem ist natürlich heute noch das Pumps & Houses Paket gekommen. Wie gesagt, das werde ich mir im Detail angucken. Es ist nicht sehr, sagen wir, logisch und sehr schnell, wie man das versteht, sondern ich werde mich dahinter setzen, damit ich entweder morgen oder am Donnerstag entweder einen Stream machen kann oder eben ein Video darüber zu machen. In dem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch einen guten Start in die Woche und wir sehen uns morgen wieder mit den Mods von morgen. Bis denn. Danke, tschüss und hasta luego.